Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und erstmal, ich sehe aus wie ein Fuß. Don't mind me. Und man sieht mein Baby im Hintergrund in einer Transportbox. Bitte beachtet das nicht allzu sehr. Sie wurde kastriert und sie möchte die ganze Zeit rumhüpfen. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Deswegen muss sie leider darin leben. Für die nächsten paar Tage. Deswegen... Bitte stört euch einfach nicht daran, dass man sie da sieht. So, wir machen natürlich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und es laggt ein bisschen. Warum? Kannst du mir sagen, warum es laggt? Es ist... Stopp! So, und wir können uns jemanden einladen, weil wir haben noch einen Platz frei. Ich hätte schon in der letzten Folge jemanden einladen können, aber irgendwie habe ich da nicht mehr dran gedacht gehabt anscheinend. Und dann können wir ein Kind zeugen. Mal wieder. Yes. Laden wir mal Tyler ein. Wir können natürlich auch neue Typen und so sammeln. Ja, genau. Aber ehrlich gesagt habe ich gerade keine Lust darauf. Ab nächster Folge gibt es übrigens ein neues Thumbnail-Design, also ein neues Logo, weil ich bin nicht mehr hundertprozentig damit zufrieden. Und deswegen dachte ich so, okay, wir ändern das. Und ich wollte das halt zu einer geraden Zahl ändern, weil das ist irgendwie cooler. Hallo Tyler, what up in the club? Warum hast du Sterne um sich? Das ist ein bisschen komisch. Über Grillkäse reden, das müssen wir eh machen für unser Dings. Und dann können wir ihn betören. Erster Kuss. Manchmal geht's so schnell, ne? Das Kind steht da so, man denkt sich so, okay. Er so, ih, küsst euch doch nicht. Ich habe so, Sam. So, und wir können schon ein Baby machen. Deswegen, let's go. Yay, hier wurde ein Schulprojekt beendet, auch wenn jetzt, doch, da ist es. Supi. Dann kommt das auch weg. Dankeschön, dass du gearbeitet hast. So, und dann bitte geh einmal einen Schwangerschaftstest machen. Wir müssen ja wissen, ob das hier alles so funktioniert hat. Hat funktioniert, nice. Und das kannst du gleich säubern. Das sehe ich auch so auf jeden Fall. Kann man mal machen, oder? Dass die Babys, du siehst, wenn die kleinen Kinder immer mitten in der Nacht wach werden. Nein, du wächst keinen. Du gehst einfach ans Tablet oder so in die Kommunikation. Dann kannst du einfach ein bisschen brabbeln. Die Kids können leider nicht an diesem wunderschönen Montag direkt gealtert werden, weil die alle am Anfang des Levels sind. Aber das ist schon okay. Dafür können die Kleinkinder maybe soweit sein. Bald. Heute schon. So, und ihr lernt auf jeden Fall fleißig in der Schule. Das ist sehr wichtig. Sie ist als erstes fertig. Jawohl. Haben wir einen Kuchen da? Die anderen beiden sind auch fast fertig. Dann können wir die alle gemeinsam in den Creative Sim stecken. Ich meine, das sind ja auch Drillinge. Wäre traurig, wenn sie nicht gleichzeitig altern würden. So, Geburtstagskerzen bitte. Pamela. Es gibt Schulprojekte, aber halt keine guten Noten, aber das ist okay. Die stellen wir einmal kurz auf. Die sollen da zwar jetzt noch nicht dran arbeiten, weil das lohnt sich halt nicht, weil die ja die ganzen Fähigkeiten schon auf dem Level haben, was sie brauchen. Gut, dann Happy Birthday, liebe Pamela. Hoffentlich wirst du ein hübsches Kind. Sie ist auf jeden Fall aktiv und motorisch. So, sie hat es auch geschafft. Queen hat es auch geschafft, dann kommt die auch gleich dran. Juhu. So, Kunstliebhaberin, kreativ. Und Queen hat auch Geburtstag. Macht hin. Kreativ und sozial. Meine Ohren tun etwas weh von den Kopfhörern. Das ist ein bisschen sad, deswegen... Sie isst schon wieder den Kuchen. Ich raste einfach nur aus. Was ist denn mit euch? Warum esst ihr immer den Kuchen? Da sind Kerzen drauf.
Ich hatte übrigens eigentlich noch eine neue Mod reingepackt, wo man halt dann bei den Hausaufgaben sagen kann, ja hier, ich lerne jetzt irgendwie Soziales oder so. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie fixen kann, weil das wäre natürlich perfekt für diese Challenge, ne? Wenn man das halt über die Hausaufgaben auch lernen kann. So, und ihr lernt alle fleißig, alle. Ausnahmslos. Okay, wir haben 17 dieser Teller. Okay, kann man auf jeden Fall mal machen. Irgendwie kommt immer ein Tablet weg. Also ich meine, ich finde das nirgendwo und das ist schon ein bisschen komisch. Es ist halt auch nicht in den Inventaren von den Kindern, deswegen, I don't know. Das verwirrt mich sehr. Sie möchte, dass wir zu Geekon gehen. Das können wir auf jeden Fall machen. Wir können an dem Programmierwettbewerb teilnehmen. Da kriegen wir Stuff. Und wir können an dem Videospielturnier da teilnehmen. So, dann nehmen wir mal teil. Wow. Sie sieht gerade ganz schön kugelig aus. Wow. Nur 63%? Du bist Level 10, Girl. Was ist denn mit dir? Dann mach mal damit. 70 Punkte. Nee. Nee. 30. Ups. Irgendwie ist heute nicht ihr Tag. Dann denke ich, ist es einfach mal Zeit. Sie kann auch einfach mal Karaoke singen. Weil, warum nicht? Oh. Der erste Preis geht trotzdem an uns. Hey, cool. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Computer machen werden, aber. Oh, da hat jemand gute Noten bekommen. Und noch jemand. Nice, das können wir dann in der nächsten Folge dann wahrscheinlich erst machen, weil wir sind jetzt noch auf der Geekon und das werden wir bis zum Ende des Parts noch bleiben. Ich kann sie nicht hören, wie sie singt, aber es ist bestimmt wunderschön. Es ist Happy Hour. Also wenn das so ist, dann können wir uns auch was bestellen, wenn hier jemand wäre. Gut, ist halt nicht der Fall, deswegen lasse ich es halt. Wow, es geht hier alles kaputt, weil es regnet. Moin! Und wir können ja einfach mal ein bisschen bauen. Ich meine, es wäre halt schon cool, wenn sie möglichst viele Fähigkeiten auf dem höchsten Level hat. Und das würde natürlich Raumfahrttechnik auch dazu zählen, weil da hat sie schon Level 2, immerhin. Oder sie fühlt sich einfach zu unwohl dafür. Das kann natürlich auch sein. Oh, jetzt kann sie was bestellen. Dann bestellt sie jetzt einfach ein Happy Hour Getränk. Orangenade mit Pfiff. Da sehe ich sie. Und sie hat Hunger. Deswegen würde ich sie hier was kaufen lassen. Ach so, nee, das sind keine speziellen Sachen. Huch, es wurde alles abgebaut. Ich wusste nicht, dass das dann einfach so. Jetzt baut da jemand auf. Kann da jemand bitte einfach arbeiten? Ich würde gerne was zu essen bestellen. Die Wehen haben eingesetzt. Oh mein Gott. Aber egal. Ich will essen. Aubergine süß-sauer. Bestell. Dann kannst du das noch essen, damit du das halt dann selber kochen kannst. Und dann. Ja. Gut. Das ist dann, denke ich, der Moment, wo wir aufhören aufzunehmen. Wir werden dann wohl anscheinend im nächsten Part dann das Kind kriegen direkt. Und wir werden Kinder altern lassen. Und wir werden sehen, was die nächste Folge so mit sich bringt. Die Drillinge sind diese Folge älter geworden, das ist sehr, sehr gut. Und sonst ist halt gar nicht mal so viel passiert, aber manchmal gibt es auch solche Folgen und das ist schon okay. Wie gesagt, nächste Folge ist dann mit einem neuen Logo, also einem neuen Thumbnail. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!